Also Leute, herzlich willkommen zu meiner ersten Ausgabe in der YouTube-Videoreihe zu ETS 2. Ja, ich streame gerade eine Challenge, allerdings nur am Wochenende. Und da habe ich mir jetzt gedacht, unter der Woche kann ich ja mal Videos rausbringen. Hat den Hintergrund beim Streamen, habe ich es sehr ungerne, wenn ich auf die Uhr gucken muss. Weil ich ja immer morgens früh raus muss, ist das schwierig. Also fahre ich jetzt mal zweigleisig. So, ich fange hier an. In Bern will ich meine Garage haben. Außer bestätige ich. Ah, hat Tutorial aktiviert. Ah, wollte ich doch gar nicht. Ah, egal. Egal. Ich habe hier jetzt auch eine neue Economy-Mod drauf. Für mich neu. Bei Twitch nehme ich ja eine andere Mod. Aber die konnte ich jetzt während der Challenge nicht tauschen. Also habe ich die hier mit reingenommen. Ich bin mal sehr gespannt, wie das läuft. Das. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier das Tutorial aktiviert habe oder nicht. Weiß ich jetzt gerade nicht. So. Ist jetzt gleich die erste Fahrt innerhalb der Stadt. Dann schauen wir doch mal. Ja, genau. E oder Taste 9, um den Motor zu starten. Ah, ich habe tatsächlich. Einstellung passt hier nicht. Einstellung passt hier nicht. Ja, jetzt muss ich hier beim Controller noch einmal ein bisschen nachsteuern. Keine Ahnung, warum das hier teilweise das schießt. Gut, aber jetzt habe ich die Gangschaltung drin. Jetzt noch schnell Gameplay-Einstellungen. Müdigkeit lasse ich drin. Fußgänger lasse ich drin. Joblänge mache ich jetzt auch schön lang. Dann schauen wir mal. LKW-Geschwindigkeit. Kartenausrichtung darf ich anzeigen. Schwierigkeitsgrad parken für Geübte natürlich. Umleitungen mache ich jetzt raus wegen der Challenge. Für zufällige Straßenereignis. Nicht wegen der Challenge, wegen der Mod. So, dafür werde ich Regen und zufällige Straßenereignisse ein bisschen höher machen. So, Getriebe hat echt Automatik. So, das hier bleibt alles. Aufsatteln für Erfahrene. Regensensor ist drin. Simulation des Luftbremssystems. Realistischer Treibstoffverbrauch. Temperaturgröße bleibt. Toleranz war ich aber auf 0. Adaptive Geschwindigkeitsregelung mache ich auf 30 Meter. Das kommt schon gut klar. Bremssystem bleibt weg. So, der Rest bleibt. Ach ja, und Audio noch. Die Helga muss ich mir wieder einschalten. So. Dann schauen wir noch mal. Da ist sie. Gut. Da kann ich jetzt ein paar Meter fahren. Lass uns loslegen. Oh, ich wollte das Tutorial eigentlich gar nicht machen. Ja, soweit passt es. So, Innenansicht 1 habe ich 2. Fokusperspektive. Nächste 9. Kapiert. So, Verfolgerkamera. Passt. So. Dachansicht. Ah, nee, will ich jetzt nicht. Taste 10 oder Pause?
Da glaube ich, die Taste hier. So, das will ich nicht. Das will ich nicht. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Kann ich das nicht einfach ausschalten? 010er Tastatur. Fortfahren. Komm, 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 schließen. So, jetzt kann ich schon mal arbeiten. Das Teil mache ich aus, weil ich habe ja Navi hier drin. So, das klappt auch. So, na, das mit dem Tutorial ärgert mich, dass ich den mit reingenommen habe. Aber was anderes muss ich machen, ha? Ich muss den Sitz einstellen. Weil das Blickfeld war auf 90 Grad. Okay, jetzt passt es. Spiegel sollte es auch auf den Tisch passen. Ah, den Spiegel hier brauche ich nicht. Gut, jetzt können wir endlich losfahren. War jetzt aber das Navi sehr klein. Nehme ich dann doch lieber den hier. So. Jetzt muss ich erstmal kurz warm werden, gebe ich zu. Dabei muss ich nur 2 Meter fahren. Biege nach rechts ab. So. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ach, ich dachte, das Tutorial ist vorbei. Ich bin voll auf Schießen gegangen. Ah, scheiß Tutorial. Ah. Super, habe ich jetzt nicht auf die Ampel aufgepasst. Biege nach rechts ab. Nicht 1 Cent verdient, aber schon Strafe drin. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Ah, okay, da hinten muss ich parken. Ganz ehrlich, hätte das Tutorial skippen sollen. Brauche ich seit Jahren nicht mehr. Gott, möglichst gerade ziehen. So, ich bin gespannt, wann ich mir einen eigenen LKW holen kann. Was mir nervig, jedes Mal andere LKW zu fahren. Sobald ich ausreichend Kredit bekomme, werde ich mir auch eine LKW zulegen. So, ich bin da. Doch, er geschafft. Oh, auch welche Garagierboden ist hier höher bei dem durch die Mod, okay. 120 EP für das bisschen ist doch ziemlich viel. Da habe ich aber nichts gegen. So, jetzt kann ich aber selbst entscheiden, wo und wie ich fahre. Nicht mehr davon abhängig, was hier das Tutorial sagt. Das hat mich aber schon geärgert da mit der Ampel. Gut. Ich will, Fortschritt ist schön gut. Ich weiß das doch alles. Karriere, komm, ist gut. Ich will aber jetzt. Wieso kann ich den Fahrermanager nicht sehen? Wieso kann ich den Fahrermanager nicht sehen? Na gut, ich mache einfach den nächsten Auftrag. Erstmal wollte ich gucken, wie es jetzt mit dem Verdienst läuft. Was für ein Grundgehalt es gibt oder und so weiter. Das sehe ich aber noch nicht.
Okay, dann fahre ich jetzt mal nach Genf rüber. Das wird auch wunderbar passen. Okay. Heißt, hier muss ich wieder alles einstellen. Den Sitz. Das würde mich einfach so 90 Grad einstellen könnte. Spiegel. Spiegel sollte ich aber besser einstellen. Damit ich den Trailer auch im Blick habe. Hier genauso. Ein Stück noch. So. Aber, glaube ich, ein bisschen weit. Gut, das sollte jetzt passen. Okay, auf geht's jetzt nach Genf. Auf geht's. So, Motor ist gestartet. Ersten Gang. So, sehe ich jetzt all hier irgendwo den Tempomaten? Aktuell noch nicht. Auch hier ist aber das Navi groß genug. Dann kann ich ja so fahren. Dann schauen wir doch mal. Die erste Tour des Tages. Biege nach links ab. So, da kommt was. Ich hab schon aus der Ecke kommen sehen. Da bleibt es stehen. Wenn man das vorher wüsste, dann könnte man ja schon mal fahren. Aber okay. Dann halt so. So, 80 km/h darf ich hier. So, mal einschalten. Ach, da steht. Da steht das Dingens da. Um Tempomat das Teil. Die Geschwindigkeit. So, jetzt habe ich's. Das wurde jetzt doch ein bisschen zu schnell. Okay, da vorne muss ich wieder nach links abbiegen. Dann mache ich das doch glatt. Aber ist mit der Ampel Biege geregelt. nach links ab. Das ist gut. Links geht's nach Genf, wo ich hin muss, rechts nach Bern. Oh, ich war jetzt weit außerhalb von Bern. Ganz offensichtlich. So, was anderes muss ich aber jetzt hier gucken. Restzeit. Und sechste Pause in. Okay. Aber so lange brauche ich nicht. Auch noch knapp 2 Stunden Fahrt. Das geht ja noch. So, aber eine grüne Ampel wäre jetzt doch schon der Hit, oder? Ah, da ist sie doch schon. Da ist sie doch schon. So, auch hier sind 80 erlaubt. Bitte links halten. So, links halten, hat sie gesagt. Dann will ich da nicht irgendwie gegen sprechen. Nimm die Ausfahrt links. Okay. Jetzt geht es hier schön auf die Autobahn drauf. Gut, dann folgen wir der Route nach Genf.
Ja, ich bin ja gespannt, wohin mich das Spiel hier jetzt führt. Wie viele Folgen es am Ende werden, bis ich das Spiel wirklich ausgereizt habe. Es könnten einige sein. Schauen wir doch mal. Allerdings, wenn dann ein Update kommt, muss ich natürlich warten, bis auch Promos das Update hat. Bevor ich dann hier auf eine aktuellere Version gehe. Weil die Version 1.48 steht ja bald vor der Tür. Da schauen wir dann mal. Muss ich erst mal darauf achten, bei der nächsten Tour, ob ich wieder die volle Zeit habe zum Fahren oder ob ich die Ruhezeiten mit einpreisen muss. Weiß ich jetzt so noch nicht. Ich gebe zu, dass ich sehr selten mit Müdigkeitssimulation fahre. Aber ich habe gedacht, hier für die Videoreihe, da mache ich das auf jeden Fall mal. Geht schön Richtung Westen jetzt. Aber die Kurven sind doch zum Teil ein bisschen steiler, als ich dachte. Okay. Aber mit der Economy Mod sind die Strafen ein bisschen geändert. Gut, das Einkommen sowieso. Kreditsystem ist geändert. XP anscheinend auch. Oder auf Deutsch EP. Ich glaube, weiß jetzt nicht, ob die Fairpreise angepasst wurden. Und die Mautpreise, das weiß ich jetzt nicht. Was ich jetzt weiß, wenn ich durch Dänemark fahre und dann durch eine Mautstelle fahre, oder was Norwegen? Ich glaube Norwegen war es sogar, ja. Dann soll ich nicht den automatischen Teil nehmen, weil man da wohl mehr bezahlt. Das hat wohl einen Hintergrund in der Programmierung. Aber damit komme ich klar. So, auf jeden Fall wird das sicher eine Herausforderung. Was fürs Parken so viele Punkte gibt, hat mich jetzt doch überrascht gerade. Damit habe ich nicht gerechnet. Diese Parklücke da, die hätte sonst, glaube ich, 40 Punkte gegeben. Bitte rechts halten. Gut, aber so lohnt es sich dann rückwärts einzuparken. Nimm die Ausfahrt rechts. Okay. Hier raus. Der Bremsen ist jetzt hier von Vorteil. So, das passt doch alles. Rechts abbiegen. So, hier muss ich Vorfahrt achten, das heißt aufpassen. Wer von links kommt. Da kommt schon ein bisschen was, da kommt auch ein LKW. Der lässt mich, okay.
Ah, dabei stand ich doch gar nicht auf die Straße raus, oder? Ah, ist mir egal. Hauptsache, ich kann fahren. So. Immer noch 80 erlaubt hier. Sehr gut. Ah ja, und die Videos lade ich komplett ungeschnitten auf YouTube hoch. Genauso wie ich sie aufnehme, werden sie hochgeladen. Erstens, damit hier nichts mehr passt, und zweitens brauche ich darauf keine Zeit zu verwenden. Weil ich mache es alles alleine, bin berufstätig dabei. Es wird dann mit Streamen zusammen dann doch zu viel. Und ich bin noch lange nicht so weit, jemanden einstellen zu können für solche Sachen. Lange noch nicht. So. Aber bald bin ich am Ziel. Rechts halten und dann rechts abbiegen. So, jetzt zwei Motorräder vor mir. Ist aber auch gut Verkehr, muss ich sagen. Hier ist auch eine Garage, die irgendwann vielleicht mal mir gehören wird. Biege nach rechts ab. So. Ja, ich muss echt überlegen, wo ich meine ersten Erfahrungspunkte einsetze. Soll ich auf Fernfahrten gehen oder erst das andere Zeug? Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, alle ersten Punkte mache ich auf Fernfahrten, dass ich ein bisschen weiter rumkomme. Warte, ich mache es ganz anders jetzt. Ich bin ganz schlau. Jetzt bin ich mal ganz schlau. Ich werde erstmal Fernfahrten hochpushen. Komplett hoch. Dann mache ich die hochwertige Fracht komplett hoch. Als nächstes zerbrechliche Fracht. Ebenfalls komplett hoch. Links halten und dann links abbiegen. Dann haben wir noch Just in Time komplett hoch. ADR komplett hoch und am Ende sparsame Fahrweise meine ich. Demnächst rechts abbiegen. Dann geht das also am Ende hoch. Und dann passt es. Biege nach rechts ab. Ach, ich komme auf den Fahrermanager. Kann ich ja erst zugreifen, wenn ich einen eigenen Truck habe, oder? Da. Vorher geht das doch gar nicht. Ja, wie gesagt, sobald ich genug Kredit aufnehmen kann. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wird auch ein Truck gekauft. Knallhart. Hier endet es. Hier endet es. Ich muss wahrscheinlich ganz da hinten fahren. Ja, okay, da muss ich einparken. Sehr schön. So, kann ich mal auf die Vogelperspektive gehen? Und mich schon mal hier parat stellen. Ja, zum Einparken ist Vogelperspektive absolut am besten geeignet. So ein bisschen wieder gerade machen. Ja, okay, reicht. So, funktioniert doch perfekt. Doch, geschafft. Damit wäre ich in Genf angekommen. Sehr schön.
So, 112 Euro nur bekommen. Jetzt aber auch keine Überraschung. So, wie gesagt, Fernfahrten erstmal komplett hoch. Ah, ich habe auch noch einmal Post bekommen. Schauen wir doch mal. Wann ist das neue MAN-LKW eingetroffen? Ist schon gut, aber mit dem bisschen Geld, was ich aktuell habe, bringt mir das nichts. Wie Geld habe ich denn überhaupt? Wird mir gerade gar nicht mehr angezeigt. Na gut. Dann fahren wir jetzt mal hier von Genf aus weg. Wohin geht es? Wieder nach Bern zurück. Okay. Auch gut. Aber das ist der bestbezahlte Job hier. So, das Wichtigste, was ich jetzt gucken wollte. Nächste Pause in 8 Stunden 59 Minuten. Okay. Die Pausenzeit fängt wohl immer wieder von vorne an. Ja, ist es soweit okay? Habe ich überhaupt ein Navi hier drin? Sieht Zeit nicht. zu gehen. Ach, da oben ist es. Okay. Trotzdem muss ich hier wieder ein bisschen umstellen. Sitz einstellen. Über den Blickwinkel anpassen. So. Spiegel einstellen. So, andere Seite ebenfalls. So, passt. Gut, dann wollen wir mal los. Fahren wir jetzt also nach Bern zurück. Und schauen, was uns Bern dann noch so bringt. So, Traktoren. Oh, zu lange gefahren. Bis ich in Equi nur durch das Fahren leisten kann. Das kann man vergessen. Das dauert zu lange. So, 80 darf ich. Da vorne muss ich nach links. Demnächst Okay. links abbiegen. Biege nach links ab. So, einmal nach links rüber. Da ist aber wieder jede Menge Verkehr hier. Okay, es reicht gerade frei. Ich sehe natürlich nichts durch den Spiegel. Ja, ist frei oder ist kein frei? Ich weiß es nicht. Nur so lange, wenn ich von links kommen. Kann ich auch schlecht nach vorne ziehen. Das wird schwierig. Ist das ein Verkehr? Das gibt's doch gar nicht. Ehrlich, jetzt muss ich langsam frech werden. Sonst wird es nichts. Ja, fahr doch. Bleib nicht genau vor mir stehen. Ja, fahr. Wie soll ich denn sonst hier rumkommen? So. Gut. Auf geht's. Zurück nach Bern. Das habe ich hier für ganz schön Stau verursacht, kann es sein?
Aber ich glaube, war meine Entscheidung trotzdem richtig, weil ich hätte noch Stunden gestanden. Ah, ich muss eh nach links wieder. Bitte links halten. km/h. Nimm die Ausfahrt links. Ja, ist ein bisschen selbstsüchtig. Es hat ja schon fast Autobahncharakter gehabt hier. Ist aber allerdings keine Autobahn. Super praktisch, dass ich hier einfach so hochdüsen kann. Und die Spur hier ist frei. Sehr gut. Ah, schön eine Bahnstrecke wieder entlang. Gut, jetzt sind wir auch hingekommen. Über diese Strecke. Ah, ich weiß jetzt nicht, ob ich es erwähnt habe. Diesen Profil. Habe ich mich nicht Geondix genannt, sondern Geriondix. Jedenfalls, dass mal Rollenspielelemente eingebracht werden können, wenn zum Beispiel das Aussteigen mal implementiert wird. Darauf wird das schon seit Ewigkeiten gewartet und es passiert einfach nicht. Oh, ich habe kein Licht an, sehe ich gerade. Oh. Das wäre jetzt fies geworden. Gibt Länder, wo man auch tagsüber nur mit Licht fahren kann. Da habe ich eh mal kurz auf die Finanzen schauen. Wie sieht's damit aus? 2007 Euro, okay. Das heißt, das Bußgeld von der roten Ampel habe ich jetzt wieder raus. War es Zufall, dass ich jetzt wieder direkt nach Bern zurückfahren konnte? Aber habe ich überhaupt bei Gameplay auf lange Aufträge bevorzugt gestellt? Hatte ich vorgehabt. Habe ich. Okay. Habe ich. Wollte ich jetzt nur mal sicher gehen? Aber wenn mir das einfällt und ich gucke nicht direkt, dann vergesse ich das immer wieder. Uiuiui. Das heißt, ein bisschen zu hart die Kurve. Bin ich mal gespannt. Was habe ich hier? Bagger? Trecker? Trecker sind das, okay. Das heißt, werde ich wohl wieder irgendwo außerhalb hin tun müssen. Entfernen. Oh, das habe ich mal ein bisschen Standstreifen mit benutzt.
Oh, Bärenforsthaus. Bitte rechts halten. Rechts halten ist gut. Gut, und Bärenforsthaus, wenn da rausfährt, kommt es tatsächlich in ein Gewerbegebiet rein. Ist Nimm ja die Ausfahrt rechts. nicht allzu weit entfernt. Jetzt habe ich die Bremse falsch eingeschätzt. Ich sag's, immer einfacher, wenn man einen eigenen LKW hat, an den man sich gewöhnen kann. Und Biege auch nach im links Idealfall ab. schon gewöhnt ist. Links abbiegen. Okay, mache ich das doch glatt. Von links kommt aktuell noch keiner. Von rechts nur auf der rechten Spur. So, ich muss aber rechts rüber. Okay, ich kann jetzt. Sehr schön. Das Blinken kann ich auch direkt beibehalten, weil ich gleich nach rechts Rechts abbiegen halten muss. und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Das wäre zu eng geworden. Ja, wie gesagt, die Economy-Mod hat hier einiges verändert. Die Garagenpreise sollen niedriger sein, fällt mir gerade noch ein. Der Verschleiß der LKW soll deutlich geringer sein. So, mal schauen. Auf jeden Fall ist es mit so geringem Verdienst natürlich härtere Arbeit zusammenzubekommen. Aber wie gesagt, dafür haben sie die Kredite angepasst. Die Raten sind deutlich niedriger. Der mögliche Kredit ist deutlich höher. Weiß jetzt aber gerade nicht, wie hoch der ging. Ich hoffe, die erste Kreditstufe reicht schon aus, um mir einen LKW kaufen zu können. Das wäre natürlich praktisch, weil es jetzt wieder hier Bären passiert. Dann bleiben wir ein bisschen beim Realismus. Weil in Bären ist ja meine Garage und von dort aus würde ich dann starten. Da vorne muss ich hin. Okay, gehst gleich nach der Kurve irgendwann rechts. Demnächst rechts abbiegen. Und dann schauen wir doch mal. Biege nach rechts ab. So, da bin ich doch. Da hinten muss ich einparken. Endlich, wir sind da. Was? Scheint auch super leicht zu sein zum Einparken. Wenn ich mal hier wenden. Upsala. Hier kommt es schon Zaun, den habe ich vorher nicht gesehen. Macht aber nichts. Kann ja trotzdem in Ruhe wenden hier. So. Da hoffe ich mal, dass ich jetzt richtig treffe. Wer jetzt nicht weit genug nach hinten gucken. Aber es sollte einigermaßen gut stehen jetzt. Ah, nicht wirklich gut. Oh, es geht aber, es geht. Es geht. Hätte schlimmer kommen können. So, schön gerade reinschieben. Ah, ein bisschen zu spät gegengelenkt. Das ist halt so.
Ich hoffe, das nimmt er noch an. Ja, die sind nicht geizig hier. Kilometer. Gut, Level 2 erreicht. Und noch die E-Mail. Jetzt wird es interessant. Ich werde jetzt wieder erste Fernfahrten, hochwertige Fracht, zerbrechliche Fracht. Ne, da mache ich aber dann DR. Dann Just in Time. Ne, Just in Time mache ich ganz zum Schluss. Dann sparsame Verweise und dann Just in Time. In der Reihenfolge mache ich das. E-Mail bekommen. Spezialtransporte. Schön und gut, aber nein. Nicht jetzt. Ich will lieber Menschen Kredit haben. Na gut. So, das war's jetzt aber erstmal für die erste Folge. Hoffe, ihr euch hat Spaß gemacht und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.